Mach jetzt schnell! Samudi, die Zeit drückt jetzt! Sag es ihr jetzt, oder ich box euch allen in eure Kackfresse! Beeilt euch! Was ist das für eine Scheiße? Heidi, Yalla, jetzt, ich fahr jetzt! Mein Ohr tut schon weh, Digga! Bitte! Bei Gott! Er sagt das! Bitte! Wir machen grad, renn nach hinten, Attackiert von hinten! Hier, komm! Wie jeder, der geschoben hat, wie lange ich dich kenne! Das war so eine Muschi-Tat, ich bin ehrlich, Digga! Guck, Junge, Digga, hätten die alle auf meinen Plan gehört, vorne wird geschossen. Ja. Drei, vier Leute schießen mit langer Flecke. Oh, was geht ab? Im Funk, alle gehen nach vorne, Digga. Auto fährt ein bisschen rum, macht aber wenn es jemand drauf anliegt, weil er auf dem Schutz steht, zwei Kiesel sitzen da hinten, alle steigen ein, geben Kickdown, das versucht ihn auszu... Ich hab einen Call bekommen. Fitner soll bei 187 anwesend sein. Ja, let's go. Dann dorthin. Jetzt wir fahren jetzt Ultra Live Invader. Ich bin am Telefon, kleinen Moment, ich sag euch Bescheid. Ungefähr. Höhe Golfclub. Lass uns da hinfahren, los. Hinfahren, wo die Schüsse waren. Nur einer soll auf mein Grundstück. Nur einer. Das sind die 187er, die bumsen die schon, alles gut. Fick den auseinander. Schlachte sie. Digga, kannst du mal zurückkommen, bitte? Digga, es waren gerade Full Triaden bei uns, wollte ich nur mal sagen. Die fahren gerade an mir vorbei. Wir haben einen Audi von uns eingekesselt, ne? Ja, was wollt ihr von mir? Was ist denn los? Und? Ja, okay. Vom Anwesen Triaden. Hey, ich bin ausgestiegen, was ist denn los mit euch? Ey. Ja, ich nehme Hände nach oben, Hört zu. Was? Hallo, was denn? Ich bin ganz ohr. Ja. Seid bereit. Immer gut, alles gut, wir sind auf dem Weg. Ja, mach ich. Reingeht. Die E-Klasse auf. Ist drin. Ich will im Funk jetzt eine Rückmeldung von allen Leuten haben. Rückmeldung. Ja, ich bin 30 Sekunden davon entfernt. Levi ist auch mit uns, Leonie auch. Wir sind zu dritt im Auto. Ich bin allein im Audi, aber wo seid ihr da? Ja, gib Gas Richtung Anwesen jetzt. Wir sind verstanden, wir sind Jackie-Straße. Fahren alle Richtung Sandyshores, sie fahren Route 68. Hinterher. Fahrt da bitte nicht alleine an, nicht dass jetzt ein Auto direkt gesehen wird, wie der hinknallt, wie so irre. Wahrscheinlich auf dem Weg zum Triaden anwesend. Denn jetzt am Friedhof. Sieben Fahrzeuge biegen rechts ab bei Harmony, die fahren Richtung deren Anwesen. Ja. Die sind jetzt an der Baustelle angekommen, am Gegengebiet. Die haben Carmelo auf jeden Fall, ne? Haben sie. Wir müssen ihn da frei machen, das wisst ihr auch, oder? Wir müssen ihn da rauslassen, das ist unser Brudermann. Wie gut ist das Triaden anwesend anzugreifen? Das ist mega offen. Schaffen wir das von zwei Seiten anzugreifen? Die haben halt keine Mauern, ne? Da kann man echt eigentlich. So, einer muss der Held sein und reingehen und sagen. Verpisst du das Knall? Da ist ein Triadenfahrzeug. Bewegt euch zum Triadenanwesen, bitte. Die werden durchcrawlen. Wir hatten eine Kolonne mit dem Schafter. Wir sind gleich eine Minute da. Alles klar. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, bei der Sache mit den fünf Leuten, oder? Mhm. Ja. Wie gesagt, wir sind schon hier zum Reden. Ja, wir sind auch hier zum Reden. Aber, langsam... Warum ladet ihr uns da nicht normal ein? Weil wir der Sache ein bisschen Nachdruck verleihen müssen. Was für Nachdruck? Wir wären so oder so gekommen. Ja. Und ihr scheint nicht mehr zu merken, dass ihr nicht die Gesetze machen könnt, oder? Und ihr könnt das? Das habe ich nicht gesagt, aber ihr seid nicht in der Lage dazu. Das haben wir auch nie behauptet und wir haben uns auch nie so verhalten. Jo, alles klar. Die fünf Leute stehen, ne? Dann kommen jetzt noch drei weitere mit. Wie fünf Leute? Was? Es sollen immer fünf Leute schrittweise die Leute. Arschen oder was? Denkst du, ich mach das oder was? Was ist das für ein Film? Fünf Leute? Was für fünf Leute? Was habt ihr vor? Ne, wir es nicht machen, wir Trottel bestellen. Oder was? Was sind das für Faxen? Die Leute kommen immer in fünf Leute-Gruppen, kommen das Anwesen hoch. Ihr könnt mir gerne selbst. Keine Ahnung.
Das ist Selbstmord. Ist es auch. Halt, stopp. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich muss den Call geben. Ich hab da keinen Bock drauf, ne, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist hier ein Wespennest, wollt ihr mich verarschen oder was? Leute, die werden uns zeigen. Bleib stehen, Nikolai, du. Bist du wahnsinnig? Ich hab da keinen Bock drauf. Ich will kein Mittel Leben ziehen. Ich wäre mit euch gern weiter hintergegangen. Sekunde. Ja, selbstverständlich. Ich warte kurz. Also, Sonny. Ist es Selbstmord meiner Meinung nach? Ich gehe da, wir gehen jetzt da rein, vor allem du an der Front und wir kriegen sofort auf die Fresse. Dann sind wir die einzigen fünf, die hier reingehen, okay? Besser ist es. Ich lass mich nicht behbern, du auch nicht. Vergiss es. Ja, aber es geht immer noch um einen von uns, der da dran ist. Ich weiß es. Nicht, dass der wegen uns stirbt, wenn hier nur. Ihr kennt meinen Plan, den ich vorher hatte, oder? Ja. Und der ist wieder schön in die Hose gegangen, ne? Und jetzt sind wir in der Position, wo wir irgendwo hin müssen. Mit fünf Männern, damit schön einer nach dem anderen hingerichtet wird. Okay, der Rest fährt jetzt. Alle, die nicht auf dem Anwesen sind, fahren. Sicher. Mein Plan war's. Sicher? Mein Plan war's, es hört keiner hier. Macht es, es ist besser so. Ihr hört ja, was gesagt wird im Punkt und merkt euch das einfach. Die Leute, bist du dir sicher, dass du unsere Leute wegschicken willst? Die sollten sich positionieren, Nikolai. Ja, sollten sie auch. Hinten. Mhm. Oder irgendwo. Wir sind weiter bereit. Ja, das klappt nicht. Fahrt los, aber bleibt alle in der Nähe. Was geht? Hör mir zu. Ich höre dir zu, Bruder. Bleibt in der Nähe und positioniert euch hinten. Hinten am Anwesen. Falls du irgendwas kommt, kommt ihr von der Seite. Okay. Sag das jetzt. Bleib am Telefon. Okay. Psst, 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 psst. Hey, psst, komm her. Ey, nichts im Funk sagen, wir positionieren uns hinten rum, okay? Hört ihr mich? Ich weiß nicht, der kommt einfach hinten rum. Du, Bruder, du hörst mich gerade am Telefon. Ich habe gerade ein paar Leuten gesagt. Namens. Zwei Seile. Wie ihr seht, ist er natürlich auch wohl auf. Sinnloses Töten steht nicht an der Tagesordnung. Hab mich gut behandelt, Jungs. Alles okay. Und einfach mit einigen Dingen von gestern nochmal auf. Wir haben Digga, dem echt viele paar Dinge ansprechen, ein paar Dinge besprechen. Ey Leute, Leute, fahrt mal hin, vor und zurück bitte, das ist eure Reich. Einfach gezielt nur gegen uns gerichtet waren. Oh. Gegen Rossi, gegen Triaden, dass ihr vor allen anderen irgendwas beweisen wolltet. Was auch immer. Nur dass da noch Worte kommen, wie das klären wir noch. Bruder, ich hab einen Platz, Bruder, ja. Das ist einfach eine Sache, so, fängt ihn erstmal fesseln an. Wieso soll ich mich denn fesseln lassen? Hände hoch. Sag's nicht nochmal. Ey, stimmt. Was für Hände hoch? Stimmt. Hände hoch jetzt. Okay, warte, komm. Bitte mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch. Fesselt den da mit dem Schub. Ich leg mich auch immer weiter. Ey, einer muss... Digga, ich kann da nicht reinfahren, Digga. Digga, die machen eine Mauer mit Menschen, Digga. Hätte nicht kommen sollen. Ich steck dir auch mal fest in Hand. Leute, wo seid ihr? So, genau, was Digga, auch immer jetzt passieren wird, sammeln, das hängt ganz allein von euren Leuten. Ich war gerade mit Johnny am Telefon, der sagt mir nicht mal ein Wort. Oh ja. Also, kannst du mir bitte ein Handy-Funkgerät geben? Das ist leider nicht mehr möglich. Die Leute haben sich das Schicksal selber ausgesucht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas tun sollen, ja? Dann ist es wohl leider so. Was auch immer jetzt passieren mag, beeinflusst halt die Zukunft, ne? Das Standort geschickt, oder? Jungs, Digga. Die Jungs, fahrt mal bitte ganz kurz vor. Ja, dann lassen Sie uns das auch nochmal. Packen Sie die Waffen weg, ziehen Sie die Masken ab und wir reden wie zivilisierte Menschen. Was Sie da machen, ist alles andere als normales Reden. Bin da oben schon. Bruder, das ist eine menschliche Mauer, Digga. Das ist aber auch alles andere als normales Reden. Da wurden Parteien zugezogen, die damit gar nichts zu tun hatten. Das hätte einfach so geklärt werden können zwischen Brigade und Triaden. Stattdessen wurden die Oberhäupter verschiedener Familien damit einbezogen. Geht mal. Es wurde provokativ mit Burritos angefahren, in der Hoffnung, da irgendwas zu finden. All solche Sachen, diese ganzen kleinen Stichlein. Und dann mit Verlaub, ne? Die Worte ihrer Frau, das klären wir noch. Warum, Digga? Also, sagen Sie es mir. Wie sollen wir uns da fühlen? Das klären wir woanders. Schaut mal. Wollt ihr nochmal reden? Oder wollt ihr Blut fließen lassen? Denn im Moment sieht ihr aus, als wollt ihr Blut fließen lassen. Wenn wir nochmal reden wollen, gewesen, ja, wollen. Am besten einfach hier so fern, das weißt du? Ja, Gentlemen, dann packen Sie doch die Waffen aber danke weg für und wir reden ganz normal. Ich glaube, sie hat noch keine andere alle Wahl, als sie im Auge, die ganzen Leute? Nein, aber sie wissen auch, dass ich immer auch abgesichert bin, oder? Natürlich sind sie das. Das ist auch ihnen auch nicht zu verüben. Richtig, und deswegen wollen wir hier auch nichts machen. Von Trian umzingelt, Digga, was sollen wir jetzt machen, Alter? Jano, hallo, steigt aus den Kannen aus und schaut, dass ihr euch verteilt, wenn die umzingelt sind. Aber sie machen meine Familie nervös. Und ich glaube, selbst ein Verlust, egal auf welcher Seite, ist zu vermeiden. Wenn wir jetzt einfach uns wie Gentlemen verhalten und reden. Und wirklich reden.
machen sie uns die Fesseln los und wir reden ganz normal. Es gibt keinen Grund, uns zu fesseln. Den Grund gibt es ja wohl. Hallo, der Herr? Welch? Ja. Ja. Achso, einmal was? Bitte das gleiche wie Alana. Einmal bitte. Nochmal. Ihre Langwaffen packen einmal bitte, wie Alana. Die werden so schikaniert, ich schwöre, ja? Ihr sollt alle bei Triaden vors Anwesen kommen, die werden euch dann hochbegleiten. Uns geht soweit allen gut hier oben. Sorry, Bruder, falls du entfesselt bist und ein Handy hast, Bruder. Weil du bist bei mir am Handy. Was sollen wir machen, Brat? Ich weiß nicht, ob du mich hörst, ich bin entfesselt. Ja, du bist sicher, dich, Bruder. Ich hab da keine Lust drauf. Stehen ich sag dir, dazu Bruder. Gar nichts mehr. Entweder holst du meinen scheiß Arsch hier raus, wie auch immer. Ja, okay. Ja. Oder nicht. Mach diese scheiß Familie, schrei sie alle an. Bruder, verdammt nochmal, was ist das für eine verfuckte Familie, Digga? Mach was! Digga, die sagen zu mir, niemand macht... Ist mir scheißegal! Mach etwas raus okay, jetzt, okay. Mein Junge. Hör zu, Bruder, Amelie meint irgendwas mit, ja, sterben, mehr oder so, warte jetzt, Digga. Ich hol dich raus, Digga, auch wenn es nur du... Ja! Scheißegal. Chill jetzt, Bruder, okay? Ich bin jetzt hinterm Anwesen, Bruder. Einen Moment, Digga. Weißt du ungefähr, wo du bist bei der Pferderennbahn? Ich steh in diesem scheiß Stall ich mittendrin. Ich weiß, Bruder. Das Ding ist danke. Hör zu, Bruder. Hol mich da raus. Wie viele Leute sind hinter dir? Hinter mir sind nicht so viele. Die stehen alle vorne und diskutieren. Ich bin nicht gefesselt und ich habe mein Handy noch. Hol okay, meinen Arsch da raus, Digga. Okay, warte. Hol unseren Arsch hier raus. Gib Gas, bitte. Okay, hinten Bruder, sind nicht viele. Naja, gut, auf dem Dach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, shit. Mach, ja. Gib einfach. Komm schon. Komm schon. Okay, Bruder, warte. Du jetzt, machst jetzt. Das auf meine Verantwortung. Bruder, hol uns da raus. Mach ich jetzt. Chill. Bitte, schnell. Okay, Bruder, chill. Ich bin jetzt mit dem Audi. Hol uns alle raus. Hol die Leute. Schaffst ja, die du Leute, das? Ja, die heulen rum, Digga. Die sagen zu nein, hol die Leute jetzt alle. Okay, Digga, ich sag, das ist ein Befehl von Zorn. Jetzt sofort. Okay. Und da wird hinten angegriffen. Schnell. Das ist gerade die Zeit da. Und zwar Leute, jetzt. Leute. Jetzt. Ich hab Befehl von Zorn bekommen. Passt auf euch auf und was warte? Von hinten attackieren jetzt! Ich habe einen Befehl von Sonny bekommen, wir sollen von hinten attackieren und die rausholen. Befehl von Sonny, wir sollen die von hinten rausholen, von hinten. Jetzt, Bruder, schrei! Komm mal jetzt her, Digga, das Ding ist, guck mal, Sonny, Digga. Hade, von hinten. Hier hin, komm hier hin. Hallo, Easy, komm hier hin, bitte. Ich habe deine Waffen. So, wir sind versammelt, wir kommen jetzt, Bruder. Chill. So, und wir rennen einfach. Habt ihr Fesseln? Warte gleich, noch nicht. Habt chill. Ihr Fesseln? Donny, hast du nein, Fesseln? Nein. Haben wir alle keine Fesseln? Ja, alle Leute, keine. Dann rennen wir hier raus, okay? Eine Sekunde jetzt, bitte hört mal mit. Habt ihr mich verstanden? Nach hinten? Ja, nach hinten. Keine Zeit. Los jetzt, los, wir schaffen das. Oder Sonny, Digga. Sag, wenn die Schüsse ja, losgehen, wir rennen einfach los. Okay, jetzt warte, wir machen Ablenkung, Oliver. Mach schnell jetzt. Im Funk sind irgendwelche Leute beim Eingang da vorne. Sind irgendwelche Leute vorne? Hallo, Check, ist jemand vorne? Okay, Bruder, wir machen jetzt Trick 17. Jetzt rennt in alle Richtungen, habt ihr gehört? Warte, gleich. Ihr müsst nach hinten rennen, Digga. Warte, sag Bescheid, ja. Warte einfach, Bruder. Jetzt los, schnell. Warte. Wir sind nicht in der Nähe, Bitte. Bruder, ich mach auch schnell, Digga. Das Ding ist, guck mal, wenn ihr zu mir sagt, erkannt? Warte, was soll ich machen, Digga? Schrei dir an, Digga. Go! Schrei mich auch an, Digga. Leute. Ablenkungsmanöver von hinten, Digga. Und wir rennen los. In welche Richtung, Sonny? Nach hinten. Über den Zaun oder hier außen rum, wo ich stehe, außen nach rechts, weg. Okay, kann ich den Plan so lange erzählen? Ey, Leute. Mach jetzt schnell. Samudi, die Zeit Auto, drückt jetzt. Ein Auto mit 4 Leuten ist vorm Anwesen und schießt einfach in die Luft und macht so richtig viel Lärm, okay? Nein, ihr attackiert die schon. Ihr attackiert die schon. Stellt uns Fluchtautos bereit. Ihr opfert euch jetzt vor uns. Dings, Digga, holen wir die raus. Okay, dann machen wir das so. Leute, mein Plan, wenn ein Auto steht vorne, macht Lärm und dann sind die alle abgelenkt, rennen nach vorne und wir holen Zeug. Ihr müsst schießen, was das Zeug hält. Ihr müsst von hinten alles angreifen, an dieser scheiß Hütte. Schnell jetzt! Okay, ey, die brauchen ein volles Fahrzeug. Ey, nur bitte sammeln. Der Neon und der Kuma, sammeln. Bitte nur eine Person. Ihr sammelt euch Digga. Jetzt erst, Digga. Ja, so. Mach jetzt! Müsst ihr euch sammeln. Ruhig, ja, die Leute... Bruder, wenn das klappen soll Digga, ein Auto schwöre, Bruder, wenn du das hören würdest, rum, wenn du das hören würdest... Stellt diese offenen Autos ein, dass wir da einsteigen können. Los jetzt! Was er gerade im Funk gesagt hat, wir sollen... Amen, ja, was... Was ist das, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Kriegt ihr das jetzt hin oder nicht? Ey, Kuruma, lass mich mal bitte fahren. Nach hinten und die Autos aufstellen, wir hauen dann ab, wir sind frei, wir sind nicht gefesselt. Beeilt euch! Mach vorne Lärm, sofort, mach vorne Lärm. Nicht vorne, hinten! So, ich bin jetzt hinten, Bruder. Warte, ich sag, wenn du losrauf. Ihr schießt, was ihr könnt, Digga, was ihr könnt. Kommt jetzt, so kommt viele jetzt, kommt Leute. Kommt jetzt. Die Autos müssen dort bereitstehen. Bitte, chill kurz. So, ich bin mit dem es Kuchen soll nicht chillen, zocken, meine jetzt. Bevor alle hier sind, ja? Junge, du hast gesagt, ich mach das Box, alles kaputt hier. Junge! Kriegt ihr das jetzt hin? Samudi, bitte! So. Sag Amelie, los!
Hardy, sollen wir jetzt los, weil Sonny sagt jetzt los die ganze Zeit im Telefon. Mein Ohr tut schon weh, mein Ohr tut schon weh, Digga. Leute, lass mir jetzt nicht lachen, Digga. Heidi, yalla, jetzt, ich fahr jetzt. Ich spuck alle in euer Gesicht, Digga. Ihr kriegt's nicht gebacken, ihr seid so peinlich, Digga. Ohne Scheiß. Danke, die kommen jetzt wieder und werden uns fesseln. Beeilt euch! Amelie, Amelie, ich schwöre bei Gott, Digga, ich dreh gleich durch, weil ich... Nein, nicht wegen dir, nicht wegen... Hör zu! Bitte sofort zu uns kommen, ja? Alle... Waren noch welche oder waren alle? Wir haben verloren, Digga. Hol uns jetzt da hinten raus und schieß da hinten jetzt! Wirf doch! Weiß ich nicht. Bruder, die kommen nicht, Digga. Ey, lass mich mal alleine rein. Mama, steig mal aus, bitte. Ich Mann! Rein. Mach keine Katze. Steig mal bitte aus, bitte. Mach jetzt, hallo. Digga! So, ich komm jetzt, ich hol dich jetzt ab, Bruder, so. Ja, ich hol dich jetzt. Warte, jetzt! Jungs, renn nach hinten, renn nach hinten, Bruder, renn nach hinten, ich komm alleine. Schieß, schieß! Renn nach hinten, renn nach hinten! Wenn die jetzt mal eure attackiert von hinten! Hier, komm! Ausgestattet, ne? Geh weg da! Sag, du hast dich verfahren, du Vollidiot! Ihr müsst alle attackieren! Oder niemand kommt, ich bin alleine gekommen, Bruder, ich bin ein Mann, Digga. Alle sollen attackieren, bitte! Was sagt das für eine Aktion von eurem Mann da? Wer sagt, dass das unser Mann war? Ich weiß es nicht. Leute, wir hatten die echt gebackpackt, Digga. Die sind so wenige, Digga. Ich war grad da. Ich schwöre. Samudi, sag es jetzt. Wie oft noch sagt Amelie? Jetzt sag es ihr jetzt, Bruder. Woran erkennst du das? Amelie. Sag es ihr jetzt. Oder ich box euch allen in eure Kackfresse. Wir müssen jetzt rein, sagt er. Ohne Waffe? Ich höre nichts von dir. Er hat eine Maske auf, du. Weiß nicht, kannst du durch Masken schauen? Nee, hab ich auch nicht gesagt. Guck mal, hört mal zu. Sonny hat was gesagt, Digga. Bitte. Bei Gott! Er sagt das, bitte! Wir machen gerade den Fotzen-Move, Digga. Ich bin gerade alleine reingefahren. Lass jetzt einfach rein und die Backen. Samudi, mach jetzt! Bruder, die kommen nicht. Wie, die kommen nicht, Digga? Bruder, niemand kommt. Du hast gesehen, ich bin gefahren. Du hast gesehen, Bruder. Du hast gesehen, ich bin rein. Dann sag's Amelie jetzt. Wer ist noch da? Amelie sagt dir, nein, dies, das. Wie, nein? Doch, ja, Befehl von mir. Und? Wir sind gefickt, Bruder. Was schön, Waffen schenken. Ist dir deine Scheißwaffe wichtiger als das Leben von unserem General und allen anderen? Schieß doch bitte nur von hin. Leute, warum schiebt ihr denn mit den Waffen, Digga? Ich scheiß auf meine Waffe. Ich baue die 10-mal nach, Digga. Easy, scheiß doch mal drauf, wer was im Funk sagt, Digga. Ja, gut, es ist auf mein... Ja, lass doch mal jetzt raufstimmen, einfach ballern, Digga. Meine Fresse, Sonny sagt, wir sollen da raufstimmen und ballern. Ablenkung von hinten, die Leute werden langsam gefesselt, okay, das wird alles... Ja, wie oft noch? Hab ich es gesagt? Sag's ihr jetzt! Ja, kommt jetzt, Digga. Ja, Mann! Sagen, dass wir alle keine Waffen haben? Kommt jetzt alle mit, Digga. Immer stopp, nicht ballern, nicht ballern, nicht ballern. Von hinten ballern doch! Frage ist, was eure Leute jetzt da gerade versuchen. Amelie, das Befehl von Sonny... Wir ballern nicht. Ja, doch, Amelie! Warte, ihr hättet von hinten ein Ablenkungsmanöver machen können, ja, Bruder, Digga. Die Schüsse wären gefallen, alle wären nervös geworden, wir wären einfach weggerannt. Danke! Habe ich das nicht gerade gesagt? Ich schwöre bei Gott. Ich spucke auf alles. Ich auch, Bruder. Ich auch. Oh, habt ihr Schnaps da? Nee, wir haben keinen Schnaps da, sorry. Ja. Wir haben es nicht so gut wie ihr mit eurem selbstgebrannten. Kann ich nächstes Mal ein bisschen mitbringen, wenn ihr einfach anruft und uns einladet. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Sind jetzt alle hier? So, ich pack jetzt diesen verfickten Nuttenkoruma hier, Digga. Ich glaube, es ist gerade nicht die richtige Stelle. Oder fahr dein Wagen weg, oder ne? Keine Ahnung, was der Rest macht, aber könnten wir vielleicht jetzt endlich mal anfangen? Ja, können wir gleich tun, klar. So. Zuallererst einmal, ne, müssen wir erstmal das Gerücht aus der Welt schaffen, dass wir Waffen an unserer Untergruppierung verkaufen, und zwar gezielt. Jeder, der schau geschoben mal, hat, Bruder, das war wie lange ich dich kenne. Hat, Digga. Das war so eine Muschi-Tat, ich bin ehrlich, Digga. Guck, Junge, Digga, hätten wir so alle lange auf meinen Plan gehört, vorne wird geschossen, ja. Drei, vier da Leute schießen lange auf, und denken, oh, was geht ab? Im Funk, tack, alle gehen nach vorne, Digga. Auto fährt ein bisschen rum, macht ein bisschen, aber wenn es jemand drauf anlegt, nur weil er eure Unter eurem Schutz steht, und es wirklich alle steigen ein, geben Kickdown, das versuchen wir, den auszuheimsen, dass man sowas nicht auszuheimsen. Ihr schafft es aber nicht. Seht es doch ein. Schande, Bruder. Richtig Schande. Muschis. Manche, jetzt mal Hand aufs Herz. Manche behinderte Kinder brauchen... Und jetzt haben alle schön Waffen gesaved. Wie Digga, gesagt. Aber am Anfang sagen... Gibt dir das mit auf den Weg so, und der Brigade mit auf den Weg, ne? Aber jemand lass das sein. Gesagt, ansonsten ich hab einen Funk nicht werdet ihr mit Konsequenzen leben müssen. Junge, das fuckt mich so ab. Ja, aber wenn ihr... Wenn ich eurem Drogengeschäft schaden will, dann mache ich das richtig und weiß, ich kann das. Und ich bin heute so gut vorbereitet, dass ich euer ganzes Geschäft heute noch unterbinden könnte für die nächste Zukunft. Das glaubst du, ja? Ja, sicher. Glaub mir aber, du wirst dann im Blut baden. Und zwar in dem Blut deiner Leute. Und ihr werdet alle arm. Wir werden nicht arm, glaub mir. Ich kann auch schmutzig, Ryan. Ich will keinen Stress mit euch. Versteht es doch. Sonny, Bruder, du bist doch gerade nicht fest, Bruder. Soll ich jetzt einfach da raus? Ich bin nicht alleine, Digga. Ich komm mit mich gestern an. Und hat mir einen Koma zurückgelassen. Ich komm mit Dildos im Anschluss angeboten. Danke für deine... Das Ding ist einfach nur, weißt du, warum der mit dem Burrito so, du weißt, so, mit Blut, Digga, so reagiert hat? Rein und sowas, weil er gemerkt hat, dass... Und ich fahr alleine rein und nicht mal dann kommt jemand, Digga. Du kannst uns nicht verbieten, dich in Fitna zu handeln. Na, selbstverständlich kann ich es Ihnen vorschlagen. Aber vielleicht, ich glaube, wir sind gerade nicht in der Situation, irgendwelche Angebote zu unterbreiten. Nein, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja, sind wir auch nicht, Entschuldigung. Lass uns bitte einfach das jetzt klären und verpissen.
Ich würde jetzt auch einfach lieber gehen, ja. Es geht doch hier um ein Gespräch auf Augenhöhe, oder? Wir stehen beide gefesselte Familienmitglieder, also wir sind, das ist wir sind beide gestandene reden, Männer. Was du jetzt mit diesen Informationen, die ich dir mit auf den Weg gebe und der Brigade mit auf den Weg gebe, was du damit anstellst, ist ganz deine Sache, aber sei dir den Konsequenzen bewusst, wenn du das nicht akzeptierst. Genau. Schönen Abend. Schönen Abend, Ryan.